Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich denn fortfahren soll in diesem Let's Play. Es ist einfach so, dass die Reiche wahrscheinlich jederzeit kaputt gehen können oder zu stark werden können. Und das tut mich so ein bisschen eingrenzen. Ich will so wahrscheinlich eher wieder den Floris Mod verwenden oder einen anderen Mod, je nachdem. Ich schaue, ob es in Steam erhältlich ist oder so, weil die Download-Links kaputt sind, schon schon alt sind und so weiter. Ja, auf jeden Fall möchte ich schon so ein bisschen die Reiche zeigen, aber ja, die Interesse ist zwar jetzt momentan richtig besser geworden, aber halt einfach, ich möchte es dann auf jeden Fall in Bannerlords im zweiten Teil dann machen. Ich hoffe, es wird gut, es kommt bald raus und ja, es ist beliebt. Aber eben, das kann man nie so wissen, weil die Entwickler sich auch sehr bedeckt halten. Aber auf jeden Fall möchte ich schon ein bisschen am liebsten einfach die Sachen zeigen, was andere Let's Player nicht machen. Ich will einfach ein bisschen mich abgrenzen von den anderen Let's Player, weil es ist schon zu über Let's Play das Game. Ich bekomme ja fast keinen Erfolg mehr ab und ich habe es einfach zu lange schon Let's Played und damals war es noch recht beliebt natürlich. Aber ja, nie so, dass es wirklich mein absolutes Super Let's Play war und so. Nein, überhaupt nicht. Aber ja, die Interesse geht halt langsam runter, wenn Bannerlord so kurz vor der Veröffentlichung ist. Auf jeden Fall geben sie ja jetzt recht schnell an, dass sie ja Belagerungen gezeigt haben und die Map und alles Mögliche und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Also, wir machen das so, dass wir einfach im Swardian jetzt mal richtig gut helfen. Aber bei Belagerungen und so nicht so. Ich möchte auf jeden Fall einfach mal diesen Herren, den da, ja, jetzt weiß ich es ja nicht mehr genau. Ich habe eben viele Parts im Voraus aufgenommen. Davion, genau, Davion, stimmt. Ich möchte den mal kurz anschauen. Der Graf Devlian, genau, mit L noch. Ansehen 2016, wow. Er ist euch gegenüber kooperativ. Amere und Elida. Amere ist, glaube ich, auf der anderen Seite von Sura. Suno, genau. Oder nicht? Wo ist denn Amere? Lol. Ich dachte, das wäre... Ah, hier. Scheinbar ist er deshalb so weit außen, also nicht viel bei seinem Dorf. Dann kann ich das Dorf natürlich sehr gerne unterstützen. Und der macht dann das andere Dorf. Ich hoffe, die KI ist so gut. Genau, hier die Bauersfrau mal aufstufen. Also, wir wollen jetzt Suna weiterhelfen. Und Delinat. Nein, ja, keine. Gut, man könnte mal zu Ruluns gehen, hä? Wo sind denn die Banditen? Es waren da vorne waren Banditen, hä? Da. Aber ich denke, das sind keine Banditen-Ding. Emmer on you. Wir haben als Emmer bekommen. Ehre annehmen. Ich habe ein Dorf. Und wo ist Emmer? Sicher dort vorne. Ja. Natürlich. Ja, dann müssen wir das noch ein bisschen aufsparen. Hä? Wir müssen dieses Dorf unbedingt unterstützen. Ich gehe mal nach Suno und dann kurz eine Quest annehmen. Eventuell nach Elida. Aber wir haben das, glaube ich, erst kürzlich gemacht. Hä? Ja, wir werden jetzt einfach mal
dorthin gehen, okay? Ja, ihr dürft jederzeit auch ein bisschen mich unterstützen, also einfach sagen, was ihr genau denn eher machen würdet, weil ich kenne mich schon relativ gut aus, aber taktisch und so bin ich ja noch nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich immer so das Gefühl, ich mache etwas falsch, weil ich eher so ein bisschen experimentiere und so. Also jederzeit dürft ihr Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas nicht zufrieden seid oder sonst irgendwas. Dürft Lösungsvorsätze sogar nennen, was ich denn machen soll. So in einem richtigen Open-World-Spiel, also so richtig, wo man die Entscheidungen beeinflussen kann, bin ich sowieso ein bisschen gerne auf Hilfe angewiesen. Weil, ja, mit vielen Leuten kann man einfach besser spielen, solche Spiele. Und da hätte ich schon sehr gerne gute Hilfe. Hä? Also, wir gehen. Oh, ich muss. Ja, haben es geschafft. Wir müssen aufpassen. Eine Nordkarawane. Ich hätte gerne eine Rodok-Karawane. Also, ich wette, ich kann das nicht gut verteidigen, aber ich werde es gut wie möglich verteidigen. Okay, Regas war in der Gefangenschaft von Rodok. Aha. So, endlich sind wir da. Nacht ist halt auch blöd und der Wald ist auch ein bisschen blöd. Aber gut. Dann schauen wir mal. Also, elend und vernachlässigt aus. Das werden wir ändern. Kauft Vorräte. Ja, ein Brot kann ich gebrauchen. Ich hoffe, das unterstützt auch das, der Wohlstand. Ich kenne mich auch spieltechnisch nicht so aus. Also, wie verhält sich das Spiel jetzt, wenn ich jetzt ein Brot kaufe hier? Ob es dem Dorf auch hilft oder sonst irgendwas? Ich glaube schon, also zumindest habe ich es mal gehört. Also das ist alles schon viel Ding. Ja, es ist eine schlechte Quest. Deshalb nicht. Ja, aber... was könnte man da machen? Kreuzer noch mal verteidigen. Es ist halt immer schwer, ein Dorf zu verteidigen. Es ist relativ schnell erobert. Aber mal gucken. Scheinbar hat es wirklich schlimme Kriege, es sind viele immer wieder verwundet. Wandelnde Aschlik. Ich habe immer noch zu wenig Geld für so Sachen. Was? Stoß 24 nur. Muss ein guter Bogen irgendwie mal kaufen. Kriegsbogen. Hey, ich kaufe mir den. Wir haben so viel Geld, wir kaufen den. Ich möchte noch ein bisschen mehr Schutz haben. Ja, ist schwer, hä? Können wir nicht so kaufen. Aber so ein Damenkleid würde ich auch gerne mal tragen. Ohne Rüstung. Oje. Ja, ist leider wenig hier los, hä? Ich möchte die jagen. Sind zu schnell. Hoppla. Scheiß Allergie. Ja, was könnten wir machen? Wir müssen die Karawanen noch abfangen. Vielleicht ein bisschen Krieg machen dort drüben. Ich könnte den wirklich mal gefangen nehmen. Ja, das ist schon geplündert worden. Komm raus. Da ist keiner. Hm.
denke, die sind einfach zu arm gerade, die Rodokus. Sollte mal wieder weniger Krieg sein hier. Kann man das nicht irgendwie aus... dass man keinen Krieg mehr machen muss. Hm. So, du bist der Krieger. Ausbilder bist du noch. Ja, Intelligenz. Ja, Stärke. Einhandwaffen. Und... Bauersfrau. Lagerzivilistin. Fußsoldat. Machen wir noch einen Waffenknecht. Prima. Geld haben wir ja. Sollten wir schon ein bisschen nutzen, hä? Also, wie soll ich jetzt vorgehen? Wo gehen die Karawanen eigentlich durch? Eigentlich müssten die hier durchgehen. Hier müssten sie durchkommen. Ich muss einfach Zeit verrinnen lassen. Oh je. Nächste, die greifen das Dorf noch an. Deviant, nicht bitte. Pass auf. Kann man nicht irgendwie dem König Bescheid sagen, dass sie... Das ist angegriffen wird, ja jetzt sowieso. Burg Wincourt. Gleis. Hm, 2 auf 4. 11 auf 12 haben wir jetzt Devilion. Wie euch wahrscheinlich gewahr seid, sehen viele von uns in Anstand von Königreich waren in Graf Rochebart als ein viele und dishonorable und eine Bürde für unsere Sache. Okay. Zum Wohle. Gut, dann machen wir diese Quest halt nochmal. Ich denke, ich lasse das Dorf jetzt sowieso weg. Nein, es ist... Ich denke zwar schon möglich, dass wir den aushaltenden Ding, aber ich denke, es ist einfach zu riskant, jetzt hier zu bleiben. Oh, Beziehung sieht er runter. Stammer haben wir noch nie gesehen. Das ist auch nicht auf der Ding gewesen. Ja, Rochebart. Ja, da sage ich nichts dafür. Wir haben keinen. Wir machen es nicht. Soll sie auch nicht zu jedem Top Verhältnisse haben. Es ist gut, wenn ein paar... Da ist er, da ist er. Prima. Danke, dass du gerade gleich mal hier bist. Ich kann dich gleich mal das Arsch versohlen. Ich höre, ihr habt Graf Tibian bekämpft und besiegt. Auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, nehme ich an. Oh, weil ich so negative Beziehungen mit ihm habe. Ja, ich würde sagen, ich schlag dich zu tot. Oh, minus 28. Ihr seid eine Schlange und ein Haderlump. Von wo kommt das Wort Haderlump? Wahrscheinlich aus diesem Spiel, aus der Hölle von diesem Spiel. Wieso für euch zu kämpfen, gegen euch zu kämpfen? Ach Männer, wer hat dieses Spiel besetzt? Ich habe extra nicht mehr, nicht so angestrengt, aber trotzdem. Ja, ist wieder falsch übersetzt. Okay, wo haben wir Devilion da? Die Quest ist einfach. Ich kann die ganze Zeit ihn ansprechen. Ich habe mich an eure Empfehlung gehalten und Graf Devilion Rochebart habe ich beschuldigt, nicht Devilion. Gute Besetzung. Ja,
Ja, und ich habe negative Dinge zu ihm. Reputation. Mann, wieso hast du nichts mehr? Gut, dann haben wir das auch geschafft. Wir haben sehr gute Beziehungen. Können wir ihn eigentlich direkt heiraten? Irgendwie kann man da noch den jetzt heiraten. Eine dauerhafte Allianz mit deinem Haus zu schmieden. Schlag dir vor, dass wir beide heiraten? Jawohl, so lautet mein Vorschlag. Meine Dame ist eine Frau von großer Seele und Tapferkeit, ausgestattet mit Schönheit, Eleganz und Witz. Ich fühle mich geehrt, euch zur Frau nehmen zu dürfen. Ich vermute, als nächsten Schritt sollte ich wohl eure Familie eine Nachricht übersenden und sie um die Erlaubnis bitten, euch zu ehelichen, aber ich nehme an, ihr trefft für eure eigenen Entscheidungen. Damit habt ihr recht. Umso besser. Da unsere Heimat nun nichts mehr im Wege steht, sollten wir uns nicht als verlobt betrachten. Ich werde ein großes Gelege organisieren, dort können wir vor allen Fürsten des Reiches unsere Eheversprechungen abgeben, falls ihr dazu gewählt seid, natürlich. Ich kann schon ihn heiraten. Ich bin gewählt. Na gut, hoffentlich werden wir in einem Monat von jetzt an, in einem Monat erst, okay, von jetzt an den Bund der Ehe schließen. Sehr schön. Kämpfen wir. Wir müssen kämpfen, kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen, kämpfen. Los, angreifen. Greift an. Dieses Stück Scheiße. Er haut schon ab. Mist, er ist zu nah an der Stadt. An der Burg. So ein Kack. Aber den könnten wir sogar besiegen. Ich helfe aber jemand anderes, damit er noch ein bisschen Reputation bekommt. Ja, greift den Feind an. Schön. Los! Direkter Sturmangriff. Ah, ich liebe das. Ich sehe wirklich einen guten Erfolg. Ich kann schnetzeln. Der erste Schnetzelkampf in diesem Part. Schön. Schnetzeln wir, liebe Leute. Ja, am Kerl geht langsam weit, so müssen wir nicht unbedingt haben. Haben wir halt ein paar Verluste, aber ich möchte unbedingt, dass uns mein Ding Erfahrung bekommt. In diesen Kämpfen bekommen sie sowieso so sehr viel Erfahrung. Und das Pferd auch mit erledigt. Sehr schön, geht doch gut. Scheinbar hängt es so ab, wie viel Schaden sie bekommen. Also, dass sie sterben, wenn sie halt zu viel Schaden bekommen. Da habe ich halt zwei ja. Weniger. Einfach weniger. Nein, du gehst nicht durch. So ist ein Feind mit Spiele. Nein, ich wollte ihn. Ein paar Sekunden zu spät. Ja, ein paar Millisekunden zu spät. Schön. Das war mein Kampf. Ich bin ganz rot. Ich bin überhaupt nicht rot, aber ja. Mein Arm, ja. Unterarm, hä? Alles ist unter Blut sonst. Slave Crusher und Lanzenreiter. Vielen Dank für eure Hilfe, meine Dame. Ihr habt unsere Seele da draußen gerettet. Meine Dame. Meine Dame, ja. Sagt er schon. Nein, er schafft es zu fliehen. So ein Böse. So. Swadische Ritter.
Oh, ist ein antisches Bogen. Schütze, nehmen wir mit. Und Mameluke. Heftigst. Nee, Meisterbogenschütze. Ich möchte gerne Scharfschütze. Waffenknecht nehmen wir mit. Ich möchte gerne andere Soldaten, die ich noch nicht habe. Oh, ein Eisenhut. Sehr schön. Ich mir auch noch relativ gut vorstellen. Der Kriegsbogen habe ich ja auch gekauft. Okay. Sehr schön. Dann ableveln. Jetzt muss ich schauen, wir haben immer noch Intelligenz am Leveln. Und Bogenzugkraft. Berittenes Bogenschießen. Schon wichtig. Prima. Dann haben wir hier Firentis. Du bist auch Krieger. Stärke, Schlagkraft. Einhandwaffen. Ausrüstung ansehen. Du hast nur so ein billiges Schwert. Oh, du kannst es tragen. Eisenhut, komm. 22, 24, 25, okay. Tja. 27 ist gleich, ja. Schön, jetzt hast du immerhin ein Schild, ein großes. Ist doch toll, hä? Und die Kleti ist die Wegfindungsmeisterin. Man kann jetzt gar nichts machen. Ich denke, ich werde Waffenmeister. Ich mache zwei Waffenmeister hier. Das ist halt auch wichtig. Du hast das. Dann nimmst du noch das. Prima. Armbrust. Eine mit Armbrust möchte ich gerne auch haben, aber ich finde keine Armbrüste. Tja. Okay. Nordveteran, Nordhass, Guskal. Ja, ich werde sowieso viel Geld verdienen. Gut. Jetzt haben wir immerhin ein Dorf. Oh ja, 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 direkt Angriff. Nein, komm schon. Gut. Prima, hä? Läuft gut. Wir haben keine Truppen. Doch ein paar. Ja, wenig jetzt. Die schaffe ich auch alleine. Jetzt müssen wir nur wissen, wo die sind. Hä? Noch weiter? Aha, unten auf dem Wasser. Einer ist noch am Leben! Ich habe ihn erledigt, ihr nicht. Pepe. Oh, vielen Dank für eure Hilfe. Ich hätte es niemals geschafft. Ihr habt unsere Seelen dort draußen gerettet. Ja, du armes Schweinchen. Ah, schon wieder fliehen. Ey. Die haben nämlich so viele... Ja, nämlich... Nein, ich will keinen Bogen schützen. Man hat später so viele Verluste durch meine Bogen, also durch die eigenen Bogenschützen und... Nee, danke. Schön, wir sind so ein Helden auf der Kämpfe. So übertrieben. So, prima. Ja, der Schaschlik ist noch dort. Also werde ich das auch verkaufen. Das hier verkaufen. Ich werde den Armbrustbolzen noch lassen. Gut. Nein. Ich würde... Ja,
Das hat ja nichts. Nice. Schon schade, hä? Also, prima. Hey, kann ich den jetzt nicht tragen? Ich kann doch den jetzt tragen. Habe ich den verkauft? Ich habe den verkauft. Kauf ich ihn halt wieder. Habe ich halt ein bisschen Verlust gemacht, aber pff. Wenn man nicht sieht genau, welches mein ist und welches benutzt und so, da können sie auch alles überarbeiten. Sollten das für Bannerlord alles machen. Ich muss schauen, wann das Dorf anfängt zu brennen. Hä? Der Rauch aufsteigt. Was ist mit euch? Ein bisschen Korn habt ihr. Ihr hört, ihr habt Graf Gellus bekämpft und besiegt. Ich wünsche euch Freunde über einen Sieg. Aha. Place. Gerloch. Ja, den Himmel voller Stolz. Declan. Ja. Ah, du hast noch den Haringott. Jetzt wollen alle das andere. Vielleicht ist deshalb noch nicht. Monika Basler, wollt ihr mich ein bisschen mehr plagen? Was? Er sagt immer das Gleiche. Ja, sicher, gegen Fägier. Die haben ja so etwas Böses. Was, du, der Tredian ist dein Vater? Das war ein großer Sieg über Graf Gerlochs, nicht wahr? Wir machten aus einer Armee ein Festmahl für die Krähen. Das ist schön. Da können wir leider nichts mehr ändern. Also mehr Reputation bekommen. Was haben wir von ihnen für eine Aufgabe? Aha, nur heiraten. Dachte schon, ich habe irgendwas eine Quest angenommen. Wieso hast du so wenig Truppen? Mist, Tredian, ich wollte doch, dass der Clays wird. Den bekommt aber schon gut. Eventuell sind es halt immer die, die am wenigsten haben. König Alias! Ja, das ist easy. Aber ich möchte... Yaragar. Am meisten verdient hat. Ja. Pfeife. Fighten, fighten. Machen wir ein bisschen längerer Part. Ich würde eigentlich nicht noch einen Kampf haben, aber wenn es jetzt gerade schon so gut ist, hä? Dann könnt ihr ein bisschen länger schauen. Ist doch auch schön. Ich gehe lieber hier vorne hin. Ein bisschen taktisch kämpfen. Ich brauche ja nicht so viel zu besiegen. Andere Let's Play würden sich immer als abschlafen, aber ich bin ja nicht so erfolgbringend. Möchte nicht so viel Erfolg haben. Zu viel Erfolg in Spielen ist immer so ein bisschen problematisch. Man hat immer zu viele Anforderungen an sich selber und ja, das Spiel ist trotzdem ja viel zu leicht. Nur wegen den vielen Verlusten würde ich jetzt nicht höher stellen. Ich habe ja auf normal. Auf normal ist genau meine Schwierigkeit. Das ist gerade der Schwierigkeitsgrad für mich. Muss nicht schwer sein. Thank you.
Los, meine Leutis. Erledigt die Gegner. Ja, alleine nicht töten, nicht bewusstlos werden. Das sind Pfeifen. Die haben alles nur Fernkämpfe noch. Der war mein und bleibt mein. Ich hab wieder alles rot. Ich bin so ein blutiger... Eine blutige Dame, eine böse. Ich bin so böse zu den Rodox. Die wollten mich für ihr Reich einbinden und ich habe sie einfach so... Ich habe nicht angenommen, dass sie... Ja, dass ich in ihr Reich gehe und bin zwar den ihren Feinden beigetreten. Ja, es war leider nicht so, aber es wäre doch eine gute Geschichte. Okay, Freichen. Wieso schaffen die immer zu fliehen? Ich denke, weil sie die Letzten sind, also immer nicht drankommen und sterben. Oder einfach bewusstlos sind und dadurch schaffen es zu, ja, zu fliehen. Hä? Ich weiß es nicht. Söhchen. Lagerverteidigung. Oh. Da. Klingenschwester. Prima. Jetzt muss man unbedingt speichern. Rodok vernichten. Da ist er. Der ist aber 7-7 schnell. Hm. Klagus. Klagus. Ja, werde ich auch. Ja, sind beide sowieso schon ein bisschen höher, hä? Gut. Graf Claes. Ah, da habe ich ihn ja auch zum ersten Mal gesehen. Von dir bist du okay und du warst nicht im Fest. Ja. Natürlich supportest du dich selbst. Ja, ja. Schlechte. Also. Dankeschön fürs Schauen dieses Paares. Der nächste kommt. Ja, in einem Tag. Tschüss.